Um solche Holzgewinde herzustellen, braucht man einfach nur eine Schreibkluppe und einen Gewindeschneider. Ich habe hier schon mal ein Holz vorbereitet. Das habe ich mit einem Bohrer, einem handelsüblichen Forstnerbohrer, vorgebohrt und mit Leinölfirnis eingerieben. Das ist ganz wichtig, weil ohne Leinölfirnis würde das Holz ausreißen. Das mache ich so 3-4 Stunden vorher, damit es gut einziehen kann. Ich habe hier ein handelsübliches Rundholz, das ich mit Leinölfirnis eingestrichen habe. Das spanne ich mir jetzt mal fest, setze die Schneidklumpe oben drauf und beginne einfach zu schneiden. Würde man kein Leinöl benutzen, würde das ganze Holz ausbrechen. So gibt es aber einen sauberen Schnitt. Jetzt fertige ich die passende Mutter noch dazu. Und schon ist das Holzgewinde fertig.